14. Mai 2023. Der Wind pfeift uns um die Ohren, wir kommen fast gar nicht voran und sind gezwungen, den Großteil der Strecke zu schieben. Wussten wir, dass diese Tour anspruchsvoll wird? Ja. Waren wir auf das, was uns erwarten würde, vorbereitet? Absolut nicht. Doch starten wir von dort, wo alles begonnen hat. Von Frankfurt aus sitzen wir im Flieger in Richtung Island. Der Plan zu unserer Route sieht wie folgt aus. Von der Hauptstadt Reykjavik aus wollen wir durch den Süden zum Vatnajökull, den größten Gletscher Europas, fahren. Von dort aus geht es durch die Ostfjorde und einige Pässe in Richtung Mývatn. Ab Mývatn wartet die größte Herausforderung auf uns. Wir wollen die isländischen Highlands durchqueren, um so wieder zurück nach Reykjavik zu gelangen. Nachdem wir am Flughafen von Reykjavik angekommen sind, die Fahrräder schnell aufgebaut und für uns das Wahrzeichen der Stadt angeschaut haben, wussten wir, jetzt kann es endlich losgehen. So Freunde, wir sind immer noch hier in Reykjavik, gerade beim Baumarkt, um Spannriemen zu kaufen. Und bei Joel geht jetzt nochmal Mülltüten und ein bisschen Essen kaufen. Wir haben es noch nicht mal aus Reykjavik rausgeschafft und der Joel hat schon seinen Platten. Und das trotz der 30 Euro Schläuche. Nachdem wir alles Nötige gekauft haben und den Platten schnell reparieren konnten, hieß es dann für uns, im besten isländischen Wetter aus Reykjavik herauszufahren. Nach deutlicher Wetterbesserung haben wir dann schließlich einen guten Spot für die erste Nacht gefunden. Wir haben ja auch, glaube ich, so ein paar Vulkansteine hier reingepfeffert. Am nächsten Tag fahren wir auf guten Straßen an der Südküste entlang, bis wir unseren ersten Campingplatz am Fuße der ersten Gletscher erreichen. Es ist tatsächlich zur Überraschung relativ warm hier. Ja, besonders von der Vegetation sieht das hier schon alles wieder ganz anders aus. Bisschen mehr Gras, nicht ganz so rough wie der restliche Teil von Island. Wir haben jetzt noch so knappe 40 Kilometer vor uns. Ich denke mal, wir werden noch so gute 2 Stunden unterwegs sein. Und dann geht's ab auf den Campingplatz. Erster Tag, würde ich mal sagen, geschafft. 100 Kilometer haben wir heute voll gemacht. Morgen wird es dann eigentlich erst richtig spannend, weil dann geht es auf den Pass. Bis auf fast 1000 Meter. Und morgen, glaube ich, das Wetter wird wahrscheinlich auch wieder schlechter. Wir haben ein bisschen Regen vorher gesagt. Regenwind. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Auf jeden Fall geht es morgen da hoch. Man sieht es jetzt nicht in den Wolken, aber da sind auf jeden Fall die Berge und die Gletscher. Drei Highlights auf der Tour. Also ich würde sagen, also zum einen auf jeden Fall die Tour, die wir gemacht haben in die Highlands, weil wir komplett für uns waren, komplett allein in der Natur, ja auch wirklich niemanden getroffen haben. Landschaftlich war es halt einmalig. Thank you.
Warte mal. Der ist auch, glaube ich, relativ tief. Boah. Boah, jetzt bin ich das. Boah. Das Wasser hat schon Wucht, oder? Boah, wir haben gerade, der ist ein bisschen weitergekommen, haben gerade hier einen hammermäßigen Anstieg gemacht. Ich bin gerade richtig am Ende, also boah, das war wirklich. Und gerade der Untergrund ist super weich und mit dem ganzen Gewicht auf den Fahrrädern, du sackst so ein und kommst wirklich kaum vor der Stelle, dass du eigentlich, ja, eigentlich nur schieben kannst, und schieben mit dem Gewicht ist auch nicht so easy. Also hier merkt man auf jeden Fall jeden Höhenmeter, da weiß man, was man tut. So, Hanno, wie sieht's aus? Ordentlicher Anstieg. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal die schlimmsten, na, wer weiß, vielleicht kommen noch die schlimmsten Meter, aber ja. Ich hoffe mal, wir haben jetzt die schlimmsten Meter hinter uns. Was wir nicht ahnden konnten, der schlimmste Teil stand uns immer noch bevor. Die Straße wurde zunehmend schlechter und war irgendwann nur noch eine Mischung aus Schnee und Matsch. Für die letzten 2 Kilometer haben wir länger als 2 Stunden gebraucht. Daher war uns klar, dass es durch die Hochlandschaft kein Durchkommen gibt. Wir haben unser Zelt aufgeschlagen und versucht, unsere Sachen zu trocknen, um dann auf den nächsten Tag abzuwarten. So, Freunde, der Hanno ist hier gerade fleißig am Packen. Wir machen uns jetzt ready für unseren Rückzug. Was jetzt auf jeden Fall super ist, uns erwarten wirklich pitschnasse Schuhe. Das heißt, das wird auf jeden Fall sehr angenehm. Aber ist eigentlich eh egal, weil man eh noch durch den ein oder anderen Fluss durch muss. Das heißt, man wird so oder so wieder nass. Ja, und es ist auch sehr windig, wie immer in Island. Was wir natürlich ganz toll finden. Der Weg durch die Berge versperrt war, blieb uns nichts anderes übrig, als um die Südküste herum unsere Tour fortzusetzen. Die Route führte uns dann wieder auf gut asphaltierten Straßen zurück. Das Gelände war wieder deutlich einfacher und wir kamen an einigen der imposantesten Wasserfälle Islands vorbei. Nach den Wasserfällen sind wir dann schließlich an unserem Ziel, dem Fischerdorf Vik, angekommen. Mai 2023. Mit gutem Wetter und Rückenwind machen wir uns auf den Weg. Es geht an den Gletscherzungen des Katla-Vulkans vorbei, immer mehr in Richtung des größten Gletscher Europas. An diesem Tag haben wir beide das Gefühl, dass wirklich einfach alles passt. Die Beine fühlen sich leicht an und wir fliegen förmlich über die Straßen der Ring Road. Wir schaffen es, 70 Kilometer in 3 Stunden zu fahren und wissen, heute wollen wir bis ans absolute Limit gehen. Wir sind hier auf den letzten Kilometern und wir haben hier gerade einen unfassbaren Sonnenuntergang. Es ist wirklich so wunderschön. Unglaublich. Thank you.
Nachdem wir den Vatnajökull erreicht haben, folgen wir der Ringroad bis zur Gletscherlagune, einem der großen Highlights dieser Fahrradtour. Ein Ort wie dieser macht einem bewusst, wie klein wir doch sind, im Vergleich zu den Naturgewalten. Eisschollen, so groß wie Einfamilienhäuser, treiben hier auf dem Wasser. Auf der einen Seite finde ich dieses Naturschauspiel sehr beeindruckend. Auf der anderen zeigt es mir aber auch die direkten Auswirkungen des Klimawandels. Und dass selbst gigantische Gletscher wie der Vatnajökull in einiger Zeit der Vergangenheit angehören könnten. Wir haben jetzt ungefähr knapp die 500 Kilometer gepackt, was mega cool ist. Und ab morgen wird noch ein guter Freund von Hanno und mir dazustoßen. Wer bist denn du? Was machst du eigentlich sonst so, außer Fahrradfahren? Also ich bin der Marius, 22, komme aus dem schönen Taunus und fahre sehr gerne leidenschaftlich Mountainbike und wurde von Joel und Hanno dazu ermutigt, mitzukommen nach Iceland. Mit neuer Unterstützung geht es für uns an der Küste entlang immer weiter, bis wir an die Anfänge der Ostfjorde gelangen. Und für den ersten Tag auf Island haben sich die Wettergötter für Marius was ganz Besonderes überlegt. So, alle von uns sind jetzt eigentlich mehr oder weniger, wieder komplett tough. Aber was ganz wichtig ist in Island, man muss einfach diese Nässe akzeptieren. Die 100 Kilometer, glaube ich, sind wir gefahren. Komplett eigentlich den ganzen Tag im Regen und ich glaube, ich war im Leben noch nie so nass auch gewesen. Also mir hat es wirklich, also die letzten 30, 40 Kilometer war bei mir wirklich in den Handschuhen, in den Schuhen, überall das Wasser drin. Und dass man das doch irgendwie dann durchgezogen hat und dass es doch irgendwie ging, war irgendwie einfach mal eine Erfahrung, die ich glaube ich sonst mit dem Fahrrad noch nicht so gemacht habe. Nun war es soweit, der 14. Mai 2023. Ein Tag, an dem wir den Wind massiv unterschätzt haben. Es standen 70 Kilometer über einen Pass bis nach Egilsstadir auf dem Programm. Eine Strecke, die für uns eigentlich gut zu bewältigen ist. Doch umso weiter wir uns hinauf zum Pass quälen, umso schwieriger werden die Bedingungen. Der Wind ist teilweise so stark, dass er uns den Sand der Straße ins Gesicht weht, sodass wir versuchen, unsere Gesichter zu schützen. In Island gibt an Tagen wie diesen nur das Wetter vor, wie weit man kommt. Am Abend haben wir erst die Passhöhe erreicht und entschließen uns auf einem Schneefeld zu übernachten. Als wir am nächsten Tag aufwachten, wurden wir mit Neuschnee überrascht. Das hat die Bedingungen zusätzlich erschwert. Umso weiter wir in Richtung Egilsstadir kamen, umso mehr frischte auch der Wind wieder auf, sodass wir uns irgendwann in einem Schneesturm wiederfanden. An einem Tag wie diesem hinterfragt man vieles an so einer Tour und ob das hier alles überhaupt einen Sinn hat. So, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen und unsere Fahrräder haben heute vom Tag eine ganz besondere Form. Hier einmal schöne Eiszapfen hier an der Leitung lang. Hier unten ganz wichtig der große Eisklumpen. Ja, das ist hier alles zugeeist. Der Matsch, den kriegen wir gar nicht ab. Schaltwerke. Hier geht gar nichts mehr. Doch nach jedem Schneesturm folgt auch irgendwann wieder Sonnenschein. Und so sind wir am nächsten Morgen mit kaiserlichem Wetter in Egilsstadir begrüßt worden. Auf der Strecke entdeckten wir einen kleinen isländischen Bauernhof. Dieser zeichnet sich vor allem durch die traditionellen Torfhäuser aus, welche bis heute noch genutzt werden.
Am Abend ging es dann wieder in die höheren Lagen und wir hatten die einmalige Gelegenheit, einem ganz besonderen Naturschauspiel beizuwohnen. Am Ende schlugen wir unser Zelt in einer einmaligen Kulisse auf und all das Leiden und Fluchen der vergangenen Tage war vergessen. Ein neuer Tag mit fantastischem Sonnenschein. Heute probieren wir auf jeden Fall mal bis nach Mühwarten zu fahren. Wir haben eigentlich ganz gute Bedingungen, es ist relativ warm, relativ windstill auch. Und ja, ich denke mal, wir werden ganz gut durchkommen. Aber das wird sich eh mal dann zeigen. Und so ging es bei guten Bedingungen immer weiter in Richtung Mühwarten, was besonders für seine Geothermie berühmt ist. Wir sind jetzt fast bei Mühwarten angekommen. Wir müssen nur noch da drüben einmal über den Berg, ungefähr 70 Höhenmeter, und dann den Rest runterrollen, dann sind wir da. Aber jetzt haben wir hier bei einem Geothermiefeld gestoppt, wo es überall richtig nach Schwefel stinkt und wo es überall aus dem Boden blubbert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Plan ist, dass wir die Drohne noch hier drüber fliegen lassen. Mühwarten war uns klar, dass unser ursprüngliches Ziel, das Durchqueren der Highlands im Landesinneren aufgrund von Schnee und Matsch keine Option darstellte. Daher entschieden wir uns weiter über die Ring Road zurück nach Reykjavik zu fahren. Was für uns aber nicht weniger abenteuerlich war. Ganz im Gegenteil, es hat uns die eindrucksvollsten Erlebnisse der ganzen Route beschert. Von irgendwie 8 km/h pro Stunde. Das heißt, wir werden noch relativ lange hoch brauchen. Und es ist auf jeden Fall heute eher ein tougher Tag. Aber die Landschaft ist wieder absolut einmalig. Hier mit den schneebedeckten Gipfeln wirklich ein absolutes Träumchen. Kurz vor Reykjavik haben wir dann noch den Ben getroffen. Er war auch auf derselben Route unterwegs und so konnten wir die letzten Kilometer zu viert zusammen in Angriff nehmen. Ich sag mal so, wer mit dem Fahrrad nach Island fährt, sollte Lust haben zu leiden.
wem das Spaß macht und wer darauf abfährt, feel free. Dann ist Island super. Es ist ein Abenteuer. Es machen jetzt auch nicht so viele Leute. Ja, Opfer der Natur. Man muss sich komplett dem Rhythmus der Natur anpassen und muss halt auch damit leben, wenn die Bedingungen halt es nur zulassen, im Nacht zu fahren, muss man halt auch mal nachts fahren. Also Schlafrhythmus und so weiter hat man dort eigentlich quasi gar nicht richtig. Wettereinflüsse und die Naturgewalten, die kriegt man mit dem Fahrrad auf jeden Fall nochmal ganz anders zu spüren. Gerade Wind, Regen, Schnee, das ist, im Auto ist man da ein bisschen von abgeschirmt. Und wenn halt das Wetter draußen scheiße ist, dann sagt man sich, okay, fahren wir mal weiter, schauen wir mal, vielleicht wird es ja noch besser. Und mit dem Fahrrad ist man da so ein bisschen ausgeliefert. Aber dafür erlebt man dann auch irgendwie die Reise intensiver, würde ich sagen. Was bleibt am Ende einer solchen Reise? Nach über 1500 Kilometern und 10.000 Höhenmetern durch Island bin ich eigentlich einfach nur froh, dass es vorbei ist. Auf der Rückfahrt frage ich mich, was treibt uns eigentlich immer an, nach draußen in die Natur zu gehen und unsere Grenzen auszutesten? Fragen, auf die ich bis heute noch keine endgültige Antwort habe. Was ich aber weiß, es war ein unvergessliches Erlebnis, was ich mit zwei meiner besten Freunde teilen durfte. So, Freunde, wir sind leider mittlerweile am Ende unseres Trips angekommen. Wir sind jetzt in Frankfurt ganz gut gelandet. Sommerliche Temperaturen, ich muss auf jeden Fall gleich hier mal meine Jacke ausziehen und so weiter. Ein Abenteuer geht zu Ende. Das war es eigentlich auch mit der Tour. Die Fahrräder, die werden jetzt erstmal für ein paar Wochen nicht mehr ausgepackt, die bleiben da drin. Fahrradfahren können wir nicht mehr sehen. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Fantastische Landschaft gehabt, richtig was erlebt. Geiles Wetter. Jetzt will man mehr. Und ich muss mal sagen, mehr so lange dauern, dann geht's ins nächste Abenteuer. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüssi!